Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wir haben in der letzten Folge das Ende des Spiels gesehen, beziehungsweise das schlechte Ende. Und ja, wir wollen heute auf jeden Fall nochmal zusehen, dass wir hoch zu der Burg kommen. Deswegen hole ich mir gerade nochmal ein paar Tränke mit und dann würde ich sagen, machen wir uns auch direkt auf den Weg. So, wir können eigentlich alles mitnehmen. Genau, dann würde ich mich gleich auf den Weg machen. Und dann würde ich sagen, schauen wir denn, wie das gute Ende aussieht. Wo kann ich das hier noch reinstopfen? Hier. Everything looks good from here. Ja. Sonst habe ich alles am Start. Die Rüstung können wir vielleicht gerade nochmal reparieren. Genau, eher reparieren. Ach komm. Dann können wir hier nochmal ein bisschen was machen. So, das geht ja auch. Und da schmeiße ich mal hier rein. So, ach genau, bevor wir losgehen, eine Sache muss ich noch gucken. Wir machen einfach wieder unseren berühmten Trick. Und zwar, wo ist es denn? Genau hier, das bauen wir wieder. 3 Trockengras, 5 Kiesel, 4 Seile. So, jetzt brauchen wir noch 5 Kiesel. Und dann können wir das nämlich auch bauen und können dann oben einen Großtransport machen. Boah, hier habe ich Kiesel, ne? Ich wollte gerade sagen, wo habe ich Kiesel reingelegt? Waren 5, ne? Jo. Dann können wir das machen. Ja, ich mache vielleicht oben noch einen Schlafplatz hin, würde ich sagen. Ich meine, wir wollen auf lange Sicht ja eh mal hoch. Da wäre das gar nicht so verkehrt, einen Schlafplatz zu bauen. Jetzt muss ich gerade suchen, wo der war. Und dann gehen wir gleich auch hoch, beziehungsweise da mache ich wieder einen kleinen Cut, dann sind wir uns nämlich oben wieder. Wo ist denn das Bett nochmal? Oder besser gesagt nicht das Bett, sondern die Schlafgelegenheit hier. 3 Klee, 2 Sprössling. Kriegen wir auch hin. Sprössling holen wir draußen. Ich mache mir auf den Weg. Jetzt wird es auch relativ dunkel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns oben wieder. Und dann bauen wir die Brücke in die Burg. Die Burg. So. Hallo. Bis gleich. Gut. Bett steht hier. Ladung ist auch schon bereit. Wir machen uns auf die Socken, würde ich sagen. Zumindest die erste Ladung. Ich weiß nicht, ob die reicht. Ich hoffe mal schon. Und genau, hier ist ja unser Baum, wo wir eh reinbauen wollen. Das heißt, das trifft sich hier oben schon mal ganz gut. Das ist nur die Frage, wie bauen wir denn am besten die Brücke? Ja, wahrscheinlich einfach direkt hier rüber, ne? Ja, wahrscheinlich. Dann mache ich aber einfach das Zweierding. Also das hier. Hinten müssen wir dann wahrscheinlich ein bisschen in die Höhe gehen. Ach ja, stimmt, das Lager, da brauche ich ja gar nicht mitnehmen. Oh, ha. That's interesting. Na? Hallo, geh weg. Okay, das ist so ein... Das ist aber... Komm nochmal runter jetzt. Boah, schade. Hat nicht mehr gereicht zum Blocken. Weit wir noch kommen. Wahrscheinlich brauchen wir noch eine zweite Ladung. Ich meine, weit sind wir jetzt schon nach vorne gekommen, aber es wird auf jeden Fall mehr brauchen. Ach, jetzt kann ich wieder nicht bauen. Ach Mann, das ist doch... Ich mache mich alle fertig.
Boah, nee, das geht noch nicht. Ich habe halt auch wieder nichts zu trinken am Start, ne? Boah, jetzt folgen wir wieder überall hin. Ah, geht doch. So. Meine Güte, ey, diese Biester. Ja, ich muss jetzt erstmal was zu trinken holen. Das ist ja, das geht ja so nicht. So, hier habe ich auch abgebaut. Und hier muss auch irgendwo was zu trinken sein. Das nehme ich mal gerade mit. Eins, zwei und drei. Dann mache ich daraus gerade mal Bandagen. Ja, ich glaube, da werden wir noch unseren Spaß mit haben mit den Biestern. So. Okay, da haben wir schon mal was zu trinken und ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen werden. Um das gute Ende zu sehen. Ah, hier sind noch mal ein paar Pilze. Perfekt, schnapp ich mir auch direkt. Ja, ich suche mal schnell was zu trinken und dann sehen wir uns noch mal bei den Stechmücken wieder auf ein neues. Ah, jetzt bleib ich wieder hängen. So, bis gleich. Oh, da müssen wir aber noch rein. Da müssen wir noch rein. Wie kommen wir denn da rein? Das ist ja alles voll. Das ist nur zum Ärgern, oder? Ich glaube, das ist nur zum Ärgern. Boah, ist das fies. Boah, ist das fies, ey. Ja, okay. Bis gleich. So, leider macht Wendell hier nicht viel. Aber mal schauen. Was mein Fall? Ah, oh, jetzt ist er. Oh, jetzt wollte ich schon sagen. Jetzt ist er im Weg gewesen und ich konnte nicht treffen. Achso, ich hatte doch, glaube ich, noch. Nee, hatte ich nicht. Habe ich sogar schon genutzt gehabt. Ja, ich wusste es. Sind wieder mehrere, ne? Ja, drei Stück. Hey, ich muss wieder gehen. Ich muss wieder gehen. Ich muss wieder weg. Wieder ein Aufholflug. Kann ich hier schwimmen? Also hier hauen sie immer wieder ab. Oder was heißt immer wieder, aber auf. Jetzt. Oh, nee, ne? Kann doch nicht wahr sein. Das ist halt echt nervig. Komm her, du Kackvieh.
Ja, jetzt kommen wieder alle, natürlich. Meine Güte. Ich tauche jetzt immer weiter weg. Tschüss, leb wohl. Nee, es ist doch nervig. Es sind direkt alle wieder am Start. So, jetzt heißt es nochmal wieder außen rumrennen. Ich hole wieder eine Ladung mit. Ja, ich versuche die mal irgendwie abzuhängen jetzt. So, die eine habe ich jetzt unterm Auto noch erledigen können. Und ich werde jetzt noch schnell ein paar Ladungen, denke ich, Gras nochmal rüberbringen. Und dann bauen wir so schnell wie möglich alles auf. Ich glaube, das ist der beste Weg. Es wäre halt cool, wenn man mehrere Baupläne nochmal hinten dran hängen könnte. Wenn die Baureichweite ein bisschen höher wäre. Aber ja, müssen wir jetzt durch. Und da haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Es wäre halt nur ganz cool, wenn die Stechmücken dann nicht mehr respawnen. Weil es sind ja jetzt noch 3 Stück. Plus die, die vielleicht noch nicht zu sehen sind. Da ist es aber halt echt kacke, wenn da 3 Stück auf einmal kommen. Ach komm, wir versuchen es erstmal gerade so. Ich versuche mal gerade die eine da noch zu holen. Wir haben jetzt 20 Pfeile. Ah, da kommt sie doch. Schade, außer... Nice, das war schon mal wieder gut. So, wir haben schon wieder 4 von diesen Dingern, von diesen Blutsäcken. So, Baupläne, so schnell es geht. Jetzt haben wir hier, ah verdammt, jetzt kommen wir hier nicht mehr ran. Ich habe es schon befürchtet, dass das passiert. Das ist nur die Frage, das können wir ja nicht hier draufstellen. Nee. Aber ein paar Meter näher zumindest. So, dann müssen wir theoretisch noch eine bauen können. Ne, kommen wir nicht ran, leider. Müssen wir jetzt hin und her rennen. Aber die 2, vielleicht schaffen wir es sogar vorbei. Everything looks good from here. Hoffe ich doch. Da oben ist noch irgendwas. Wir sind noch gleich da, nicht mehr so weit. Zwei, drei Ladungen noch. Dann ist es geschafft, aber das ist jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich angenehmer als eben. Das sieht schon cool aus. Hallo. Oh, shit. Das sind mehrere wieder. Können wir schon mal? Oh, Scheiße. Ich muss wieder wegrennen. Ich muss wieder wegrennen. Weißt du was, ich springe jetzt hier runter. Tschüss. So, meine Güte, ey, diese Kackstechmücken. Gut, ja, wie gesagt, ist nicht mehr viel. Ein paar Ladungen noch, hier haben wir noch ein bisschen was zum Heilen, also beziehungsweise für Heilzeug. Dann mache ich nochmal ein paar Bandagen. Dann gehe ich wieder eine Ladung Gras holen und dann bauen wir gleich weiter. Beziehungsweise, wir machen es anders. Ich baue das Ding erstmal fertig. Weil das ist ja jetzt immer dasselbe, ne? Probieren, bis die, ja, Mücken kommen und dann wieder wegrennen. Deswegen baue ich das Ding erstmal fertig und dann gehen wir gleich rüber direkt. So, jetzt schnell nochmal eine Runde schlafen.
Und morgen mache ich dann die Brücke fertig. Da war jetzt nur noch eine Stechmücke. Ich hoffe, das ist auch jetzt noch so. Und genau, ich mache gerade die letzten Vorbereitungen. Dann sehen wir uns im wahrscheinlich nächsten Cut. Ach ja, die habe ich auch hier rüber gelockt. Die bleibt auch hier zum Glück. Und dann sehen wir uns im nächsten Cut wahrscheinlich dann schon auf dem Weg über die Brücke. So, die Brücke steht. Und wir gehen jetzt rüber. Ich habe da vorne gerade auch noch eine Stechmücke gekillt. Die lassen nicht locker. Ja, und ist ein bisschen nervig, wenn du was bauen willst. Oh, da kommt auch schon wieder eine. Komm rein. Was ist das? Oder bleibst du draußen? Sieht eigentlich geil aus, um hier reinzubauen. Wie kommt die denn so schnell weg? Ich glaube, ich brauche noch einmal treffen, dann war es das für die. Ne, jetzt aber. Oh, ich sehe nicht viel. So. Erledigt. Da müssen wir wohl mal runter. Jetzt ist halt die Frage, geht's da runter oder erstmal hoch irgendwo? Also hier geht's auf jeden Fall hoch. Warte mal, ich speichere nochmal schnell. So. Da ist ein Knopf. Oh. Okay. Das sieht ziemlich nice aus. Warte, kann man hier reinbauen? Ah, schade. Dann hätte ich das Ding übernommen. Eieieiei, so viele Stufen. So, gucken wir erstmal, was hier oben kommt. Okay. Oh, nice. Was war das? Okay. Ah, hier ist eine Treppe. Oder Blöcke. Riesige Blöcke. Hoppa, hey. Das hört sich auf jeden Fall an, als kämpft von da oben, aber wie komme ich denn? Ja. Also, ich weiß nicht, ob das hier richtig ist, was ich tue. Und offiziell. Ach, komm schon. Komm ich denn da hoch? Ich meine, zur Not haben wir ja gespeichert. Dann laden wir nochmal schnell. Was zur Hölle? Das ist auf jeden Fall von da oben. Hä? Ist das eine Motte? Ich speichere nochmal schnell. Ich weiß halt nicht, wie wir da hochkommen am besten. Ansonsten verschieben wir das erstmal nach hinten. Weil unten war ja auch noch dieses Loch. Ich weiß ja nicht, ob wir das noch in dieser Folge schaffen, tatsächlich, das ganze Ende zu sehen. Hier geht es nämlich nicht weiter. Schade. Ja, lassen wir erstmal. Dann kommen wir wieder. Hört sich auf jeden Fall nicht böse an. Vielleicht ist es ein Easter Egg oder so. Wenn man da irgendwie hochkommt. Hoppa, hey. Und hops und hops. Hoppa. So, jetzt gucken wir mal, was das Loch hervorbringt. Und was da unten auf uns wartet. Oh Gott. Wie soll ich noch runterkommen? Hä? Oh, scheiße. Oh, shit. Au. Oh, verdammt. Aber hier ist ein Labor.
isn't one of mine. Das ist keins von meinen. Mein Verdacht war richtig. Dieses Labor ist keins von meinen. Ich wusste es. Schmektor hat mich die ganze Zeit ausspioniert. Typisch Schmektor. Tja, was haben wir hier? Eine Standard-Ominent-Sicherheitstür. Ha, kinderleicht. Nichts für ungut. Jetzt oder nie. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, Hummelbürgel an die Strippe. Bellen und Klingeln des Telefons? Hallo, hier ist das Wissenschaftslabor von Bürgel. Bürgel am Apparat. Könnte ich Ihr Interesse an gegrilltem... Bürgel, du musst für mich eine Ominent-Sicherheitstür hacken. Ich schicke dir jetzt die Koordinaten. Oh, Dr. Tully, ich, auf einmal. Aufruf des Falken-Protokoll-Modus, Dekodierung der manuellen Zurücksetzung des Kennworts am Ominent Terminal K321B. Bitte warten. Am Hacken. Hacke noch. Hättest du die Grillfunktion durch etwas Nützlicheres ersetzt, müssten wir jetzt nicht den ganzen Tag warten. Ich bin dabei. Oder ich bin drin eigentlich. Benutzer mal Schmektor, D, Passwort. Schmektor, der Direktor. Übertragung läuft. Vielen Dank, Bürgel. Deine... Oh, Effizienz ist verblüffend. Der Rest konnte ich leider nicht mehr lesen. Oh. Das nehme ich mit. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie wir hier wieder rauskommen. Vielleicht sollte ich meinen Spielstand... Aber ich weiß auch schon, worauf das hinausläuft, das gute Ende. Aber vielleicht sollte ich meinen Sicherheitsspielstand hier nochmal anlegen. Also hier nochmal überschreiben. Warte mal kurz. So, ich hoffe nur nicht, dass er so extrem übertrieben ist, zu bekämpfen. Was ist das denn? Hier ist auf jeden Fall das Labor. Ist ja cool, wenn ich die selber benutzen könnte bei Tieren. Ja. Weiter geht's. Das ist so farblos, dieses Labor. Okay, das sieht krass aus. Okay, ich speichere hier vielleicht nochmal. Moldork Hochland steht hier. Oh, bitte lass ihn nicht zu hardcore sein, dass wir das noch hinkriegen. Drück! Bravo! Die Laborratten haben also endlich das Ende des Labyrinths erreicht. Und nicht allein, wie ich sehe. Wie immer ziehst du hinter den Kulissen die Fäden, Dalton. Du elender Feigling. Warum treffen wir uns nicht hier, von Angesicht zu Angesicht? Armer Wendel, hast du deinen Job verloren? Trudy hat dich verlassen. Sogar die Kinder hat sie mitgenommen und dir nicht als deine Arbeit gelassen. Immerhin experimentiere ich nicht mit Kindern. Oh, aber ist das nicht genau das, was du getan hast? In deinem kleinen Garten verstecken und diese Kinder deine Schlachten schlagen lassen, weil du niemals selbst kämpfst? Du warst erbärmlich, bevor ich dich gefeuert habe. Schau dich jetzt an. Du bist nichts. Nur eine runzlige, traurige Rosine. Ich denke, das ist der Teil, in dem du mir einen genialen Plan erzählst, oder? Warum hast du das getan? Nun, es war nichts Persönliches. Wenn überhaupt, dann war es die Schuld deines Freundes Wendell. Das ist nun mal das Muster von Wendells kleinen Projekten. Fange mit einem zweifelhaften Konzept mit wenig Aussicht auf kommerziellen Erfolg an. Alle Deadlines verpasst, das Budget gesprengt, um nichts dafür vorzuweisen. Also muss der Rest von Ominent seine Misserfolge wieder gut machen, einen Weg finden, das Unrettbare zu retten. Aber wie sie herausstellt, hat Wendell dieses Mal eine Spur gefunden, auch wenn er diese dank seiner Kurzsichtigkeit natürlich nicht sehen konnte. Okay, wo war ich? Ah ja, glücklicherweise haben wir dabei lukrative Anwendungen entdeckt, vorausgesetzt die Trocknung kann beseitigt werden. Wozu die Experimente an Kindern? Ungeachtet dessen, was mein ehemaliger Kollege dir vielleicht gesagt hat, war es sicherlich nicht freiwillig. Ich stelle die Hypothese auf, dass Jugendliche gegen die Auswirkungen der Trocknung resistent sein würden. Die Jungen haben schließlich ein unglaublich starkes Immunsystem.
Kombiniert mit dem beachtlichen hormonellen Wachstum war ich erfreut zu erfahren, dass du nicht nur resistent, sondern gegen besagtes Syndrom immun bist. Sobald die Verbindung hergestellt war, welche Wahl hatte ich? Also, du hast also die wegen der Kinder, die du entführt hast, ein Heilmittel gefunden? Natürlich, ich bin kein Versager wie du, Wendell. Ja, ich habe diese Kinder entführt. Ich gebe es offen zu. Wobei das nie jemand erfahren wird. Natürlich kann ich keinem von euch erlauben, diese Einrichtung leben zu verlassen. Lukrative Anwendungsfelder? Das Schrumpfen unbelebter Objekte wird die Welt zweifellos verändern. Allein die Lieferindustrie wird nie mehr dieselbe sein. Das war das Ausmaß von Wendels Vorstellungskraft. Aber Menschen, die Regierungen der Welt würden sich gegenseitig in den Bankrott treiben, nur um einen Vorgeschmack auf diese Technologie zu bekommen. Es geht also nur ums Geld. Ach, komm schon. Wobei, ich habe nichts gegen den Ruhm, die Macht, den Respekt vor Direktor Dalton Schmeckter. Aber letztlich, meine kleine Ratte, ja, es geht immer ums Geld. Niemand wird dein Erfindergeist ohne Rohgewinn sponsern. Ein einfaches, elementares Konzept. Etwas, das du nie verstanden hast, Tully. Mit deinem Idealismus und deiner Rohwissenschaft. Du bist eine Schande für den Beruf, Dalton. Und du bist ein verblendeter Narr. Okay, es ist offiziell, sie nerven. Damit kommen sie nicht durch. Haha. Die Hypothese wurde entwickelt. Die Experimente wurden durchgeführt. Die Ergebnisse wurden analysiert. Schmeckt doch, du Sohn eines... Die Schlussfolgerung ist abgeschlossen. Es bleibt nur noch, den Müll zu entsorgen. Leb wohl, meine kleinen Ratten. Okay, jetzt geht's los. Oh. Willst du mal kurz abgeschaltet sein? Oh, Scheiße. Oh shit. Was war das? Oh shit. So bleiben, bin ich zufrieden. Oh, ich kann halt nicht richtig springen dann, wenn ich irgendwo unter dem Monitor hier stehe. Ja, okay, jetzt kommt, ich bin. Oh shit! Shit! Ich glaube aber, Wendell macht halt gar nichts, ne? Gerade. Kommen halt immer mehr jetzt. Na komm, wirf doch. Wieder neu, ne?
Boah, das ist aber echt nicht lustig jetzt. Ne, es gibt keinen. Alter, das ist ja echt nicht lustig. So, ich probiere das jetzt noch ein, zwei Mal aus. Ansonsten würde ich das, glaube ich, in der nächsten Folge nochmal ausprobieren. Genau. Ich probiere das jetzt nochmal aus. Und ansonsten sehen wir uns gleich. Aber das ist ja echt nicht lustig. Also, jetzt haben wir nicht so viel Heilmittel dabei. Also jetzt fehlen uns halt auch die Riegel und der haut halt immer weiter Spinnen raus. Das ist halt echt scheiße. Erstmal gerade was essen. Ja, ich probiere es wie gesagt mal. Und wenn es klappt, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Ominent, Schmoment. Ich habe es tatsächlich im ersten Versuch danach geschafft. Und das auch nur aus einem Grund, weil ich herausgefunden habe, wenn ich die hier zu mir nehme, dass ich da auch Leben dazu bekomme. Und ich habe es jetzt geschafft. Schmeckt euch's tot. Und ich bin echt froh. Ich habe erst schon Panik gehabt. In der letzten Phase oder in den letzten Phasen. Also die Spinnen sind die schlimmsten. Und in der letzten Phase hatte halt noch irgendwelche Laser gehabt, die richtig viel Schaden machen. Und ich dachte, es gibt keine Deckung. Aber die sind hier auf diesem schwarzen Feld. Und dann konnte ich hier stehen, zum Glück. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Es scheint, dass du eine fleißige Biene warst. Aber jetzt werde ich alles darüber erfahren, was du so getrieben hast. Warnung, alle Daten sind das alleinige Eigentum von Ominent Practical Technologies. Wer weiß, welche Geheimnisse Ominent verbirgt. OM Backup Z. Typengroßen Name, ein paar Megabyte. Org-Projekt. Dunkler 0. Okay, gut. Haben wir am Start, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier rauskommen. Und dann gucken wir uns schnell das andere Ende noch an. Hätte ich nicht mehr gedacht, dass wir es tatsächlich noch so weit kriegen in dieser Folge. Aber wir gucken uns das andere Ende an. Ich speichere jetzt nochmal schnell. Achso, ich guck mal nur, ob unten noch was war. Sieht halt schon nice aus, kann man nicht anders sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwo muss es ja rausgehen. Ich meine, wir sind ja auch noch nicht 100% fertig mit der Burg. Wir haben ja noch eine Sache zu sehen. Und ich glaube, hier geht's raus. Autsch. Da ist er doch. Champion of the Sun. So, dann gucken wir mal ganz schnell. Das sieht auf jeden Fall gut aus, wegtechnisch. Und hoffentlich kommt nichts Fieses jetzt noch. Und noch ein zweiter Boss am besten. Nice. Ach ja, hier unten. Okay. Jetzt muss ich mal schauen. Ich meine, gut, ab hier kennen wir alles. Ich renne jetzt mal schnell heim. Und dann gucken wir uns das Gute ändern. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und dann würde ich sagen, aktivieren wir jetzt mal und schauen mal, wie das zweite Ende aussieht. Dann gibt es wahrscheinlich auch wieder eine Errungenschaft. Dann haben wir die auch. Und jetzt bin ich gespannt. Komm schon, ich will es sehen. We need to talk. Ja. Gibt es da vielleicht jetzt auch andere Sätze? Was haben wir? I never thought I'd say that for the first time. We'd better get you back to your families. I suspect that I understand. Thank you. Danke für alles, was du getan hast. Ich werde es nie vergessen. Oh toll, jetzt sterben wir. Are you ready to get out of here? Ja. This is it, my young friend. When you get home, do me a oh, for science. Jo. Drück, drück. Jetzt will ich's wissen. Ah, das sieht mal, wie groß unser Haus ist. So im Garten. Das wäre cool, das aus Normalgröße mal zu sehen dann. Hier lang zu laufen. Jetzt bin ich gespannt. Einige Monate später. And with a flash, that was the end of the tiny adventure of a lifetime. At least that's what the local papers call it. It's hard to believe how much has happened since then.
There were reporters, investigators, even the FBI got involved. They tried to keep a lid on all of it, but the whole story came out about the kidnappings, about the dead teenagers, about Armin. Turns out, everyone did learn the name of Director Dalton Schmechter, just like he always wanted. But when the dust settled, the weirdest thing happened. People learned the truth about the shrinking technology and about me. It felt good to get the recognition that I had always wanted for all my life. Pete, Willow, Max, and Hoops tried to go back to being normal teenagers. Burgle has joined the kids' new science and robotics club. He's the mascot, I didn't tell him. I'm expecting big things from all of you. Life's getting back to normal around here. It's funny that the world can still seem so small. And no, I haven't come up with my next big invention. And I don't mind one bit, either. Because when it comes down to it, all that really matters is that we make the most of the time that we have together. Nice. Das war auf jeden Fall das wesentlich bessere Ende. Zwei Tage länger gebraucht. 943 Kreationen, 752 Grashalme, 151 perfekte Blöcke und 10 Tode. 82 Bewertung und ein A. Perfekt. Fast, geht ja fast nicht besser. Ach ja, die weiteren Mixer, ja. Danke fürs Spielen. Gut, den Abspann haben wir ja schon gesehen. Den würde ich jetzt... Achso, den würde ich jetzt einfach mal ersparen. Ist ja nichts anderes. Es sei denn, er spielt jetzt ein anderes Lied. Das glaube ich aber nicht. Gut. Jetzt haben wir auch das gute Ende gesehen. Das gefällt mir auch wesentlich besser. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt eigentlich läuft. Ob ich dann einfach weiterspielen kann oder laden muss. Muss ich mal gucken. Wobei, wir kriegen ja immer War Science. Wahrscheinlich kann man weiterspielen. Jedenfalls machen wir jetzt auch wieder einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal müssen wir mal schauen. Also das Haus in dem Rohr würde ich jetzt erstmal nicht weiterbauen. Das würde ich jetzt einfach mal abschließen. Wir können es zwar noch einrichten, aber ja, nee. Das lassen wir, ist ein nice Nebenprojekt gewesen. Und vielleicht, ja, vielleicht spontan noch. Mal gucken. Ihr könnt ja auch mal schreiben in die Kommentare, was ihr meint, ob wir das noch fertig bauen sollen. Und ob ihr Interesse habt, ja, jetzt nach der Story noch groß weiterzumachen. Ich würde jetzt für mich planen, dass wir hochgehen, wo wir da am Ende der Seilrutsche sind. Also sprich, ne, Richtung Burg. Und da bauen wir dann eine eigene Burg auf den Stein beim, ja, beim Teich. Und dann halt eben eine Brücke in so einem Baumhaus oder sowas. Das ist so, dass ich jetzt planen würde, wenn das Baumhaus überhaupt geht. Müssen wir dann mal ausprobieren. Und das wäre so mein abschließendes Projekt, was ich vorhab. Aber wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr meint. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten und fürs Dabeisein. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.